Hallo, ich bin's Gabi. Heute mache ich eine kleine Einheit mit euch, kurz und knackig, bauchintensiv. Ich möchte, dass ihr euch entweder ein T-Shirt oder ein Handtuch oder irgendwas nehmt, was ihr zwischen die Beine nehmen könnt. Denn die erste Ansteuerung für ein gutes Bauchtraining, was wir heute machen werden, ist die innere Oberschenkelmuskulatur, der Beckenboden und dann auch schon die Bauchmuskulatur. Ihr nehmt das Handtuch, legt das Handtuch zwischen die Knie und dann geht's los. Bevor ihr anfangt, habt ihr hoffentlich ein kurz und knackig Warm-up von uns schon gemacht. Denn vorher wäre das nicht so gut, wenn wir jetzt zusammenarbeiten. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Legt euch mal schön auf den Rücken, positioniert euch so, dass nichts stört. Richtet euer Becken auf und kippt es ab. Beginnt erstmal ganz langsam. So, das Becken aufrichten, den unteren Rücken in die Matte drücken, den Bauchnabel nach innen ziehen, festhalten. Die rechte Hand hinterm Kopf, die linke Hand hinterm Kopf. Wenn du magst, kannst du die Hände falten. Nimm beide Beine nach oben und wir beginnen mit geraden Crunches. Die Beine stehen im rechten Winkel, die Unterschenkel zum Oberschenkel, der Oberschenkel zum Bauch und es geht los. Bitte nicht an deinem Kopf ziehen, sondern nur mit der Hilfe deines Bauches arbeiten. Ausatmen beim Hochkommen, einatmen beim wieder nach unten gehen. Nach unten gehen heißt nur, bis die Schulterblätter die Matte berühren und dann geht es direkt wieder nach oben. Die Oberschenkel und die Knie drücken in dein T-Shirt oder in dein Handtuch. Denk an deine Atmung, schön ausatmen, einatmen. So, heute wird es die magische 30 sein. 30 Crunches nach oben. Wenn du sehr verspannt bist von der Arbeit und merkst irgendwann, oh, mein Nacken, der fängt an zu schlapp zu machen oder der schmerzt, dann darfst du auch den Kopf in die Matte ablegen und die Matte wie eine kleine Hängematte benutzen. Und dann mit dem Oberkörper ganz langsam mit der Ausatmung nach oben kommen und wieder nach unten gehen. Jetzt noch 10. Die letzten 4. Die nächste Übung, zieh deine Oberschenkel ran, leg den Kopf einmal ab, heb den Po vom Boden hoch, eine schöne runde Bewegung, roll dich über den unteren Rücken einmal von der Matte hoch und roll dich wieder ab. Dein Bauch hilft dir dabei, deine Atmung hilft dir auch dabei, ausatmen beim Aufrollen, einatmen, beim Runterrollen bitte achte darauf, dass du wirklich immer den Kontakt mit dem Boden hältst beim Abrollen, ohne Schwung. Halbzeit, jetzt noch 15. Na, geht's noch? Doch, ne? Ich hab gerade erst angefangen. So, die letzten 10. Die Beine, die machen gar nichts so, aber es ist wirklich nur über die untere Bauchmuskulatur. Ah, jetzt kommt es allmählich, jetzt spürst du es. Komm, da geh noch. Die letzten 5. Schultern bleiben am Boden. Der Blick ist zu den Oberschenkeln gerichtet. Leichtes Doppelkinn. Jawohl. Wir kombinieren beide Übungen miteinander. Der Oberkörper kommt hoch und die Oberschenkel bewegen sich auf den Oberkörper zu. Den Po vom Boden abrollen, die Ellenbogen schön weit nach außen ziehen. Der Kopf liegt locker in deinen Fingerspitzen oder in die Matte, so wie ich es dir gerade gezeigt habe. So, noch 20.
Schaffen wir. Das war die Halbzeit. Die letzten 10. Du kannst mitzählen, komm. Jetzt noch 4. 4. 3. 2. Und 1. Lass die Beine oben, leg den Oberkörper ab. Löse deine rechte Hand, führe sie außen am linken Oberschenkel vorbei. Und jetzt drückst du mit dem Handrücken einmal gegen die Oberschenkel und bringst die Beine zur rechten Seite. Der Oberkörper bleibt liegen, die rechte Hand drückt außen am Oberschenkel, beide Beine zur rechten Seite. Ausatmen beim Ranziehen jetzt. Einatmen, ausatmen mit der Kraft deines Bauches, wieder gegen die Hand drücken und in die Tabletop-Position kommen. Super. Schön gegen den Widerstand der Hand arbeiten, ja. Komm. Schräge Bauchmuskeln. Ne? Davon würde ich gerne noch 15. Okay. Ihr zählt schon mit, ich merke das. Wir schaffen zusammen jetzt die letzten 10. Drück gegen deinen Handrücken mit beiden Oberschenkeln, wenn die Beine wieder zur Mitte zurückkommen. Oh, 8 noch. 7. 6. Brennt schon ein bisschen. 5. 4. 3. 2 und 1. Die Beine bleiben im Tabletop. Die Hand bleibt da liegen, wo sie ist. Hol den Oberkörper hoch. Und jetzt verändern wir ein kleines bisschen. Du nimmst die Handfläche, schiebst den Arm zur Seite weg, wenn die Beine immer noch zur rechten Seite gehen. Ausatmen, einatmen. Der Bauch bleibt schön fest nach innen gezogen. Ja, ich weiß. Es fängt jetzt allmählich an zu brennen, aber es heißt ja nicht umsonst, kurz und knackig. Schön wegschieben. Drückst du mit den Oberschenkeln noch gegen dein Handtuch? Super. Halbzeit, noch 15. Die letzten 8, komm, kannst du mitzählen. 8. 4 nur noch. 3. 2. Und 1. Leg den Oberkörper ab. Nimm die linke Hand, leg die linke Hand außen an deinen Oberschenkel. Die Beine gehen zur linken Seite. Mit der Ausatmung drückst du die Oberschenkel wieder zur Mitte zurück. Oh, das geht noch ein bisschen. Das ist nicht nur der Bauch, da sind auch die Oberschenkel mit dabei. Gut. Drücken und drücken und den Bauch fest anspannen. Jawohl. Boah. Gut. Wir schaffen noch 15. Geht noch, komm. 15. 13. Es wird schon jetzt ein bisschen schwieriger, ne? Die letzten 10. 9. 7.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm, die letzte. Oberkörper hoch. Die Handfläche abklappen und es geht zur Seite. Beine gehen links und der Arm schiebt rechts. Und ausatmen, einatmen. Halbzeit. Die letzten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Oh. Einmal die Beine abstellen, einmal den Popo ein bisschen durchrütteln, über den Bauch streicheln. Super, habt ihr richtig toll gemacht. Macht die Beine lang, macht die Arme einmal lang und zieh das auseinander, was du gerade bearbeitet hast. Oh. Zieh dich rechts lang, zieh dich links an. Gut. Die 10 Minuten reichen, einmal am Tag, das ist super. Und oder alle 2 Tage einmal. Ihr könnt euch ja ein bisschen was zusammenstellen von dem, was wir jetzt machen mit kurz und knackig. Und manchmal hat man nur 10 Minuten Zeit, dann such dir was aus, was dir an diesem Tag wichtig ist. Am nächsten Tag nimmst du was anderes. Und ja, ich hoffe, du hast Spaß. Lass die Knie nochmal zur rechten Seite fallen. Einmal über die Mitte. Und zur anderen Seite. Okay, ich sag Dankeschön. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.